So, here we go. Schleichwerbung. Alter, Karem, Junge. Karem, apropos Schleichwerbung. Weißt du, was ich so geil finde? Ich wette, du sagst es auch. Ich sehe manchmal so österreichische Influencer und so. Und die sagen einfach die ganze Zeit, schleich dich. Oder schleich die. Also anstatt verpiss dich, sagen die einfach, schleich die. Redet ihr wirklich so oder ist es einfach nur... Ist es ein Prank im Internet? Dass die Leute denken, ihr seid ein bisschen hängen geblieben. Schleich du die. Ja, einfach schleicht hier. Geh weiter. Warum keine Anmod für YouTube? Ah, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit meinen Stream mit YouTube-Anmods wegtexten. So, Junge, Junge. Aber guck, schau, dass du mehr gewinnst. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. It's great if you love alligators and mosquitoes. Exactly. Anyway, it's left at the top of the stairs and head on to the end of the landing. Thank you. Yo, YouTube Jäger wieder am Start. Was geht ab? Ohne Bier. Ah nee, ich will kein Bier. So, rasieren, schlafen. Rasieren, schlafen. Einzige, was gerade zählt. Alter, warum sieht es hier immer noch so versifft aus? Ich dachte, die machen hier ein bisschen Ordnung. Ich clear das komplette Haus, Junge. Und die können nicht mal ein bisschen aufräumen. Also sowas... Sorry, aber... Bin ich schwach. Die Dame. Hello, Arthur. So, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Money im Camp. $621. Kontrollbuch, eventuell. Ah, vielleicht. Oh mein Gott, wie cool wäre das denn, wenn wir das Haus selber pimpen können? Schade. Ich dachte, vielleicht können wir jetzt so Ausstattung hier für das Haus kaufen. Irgendwie neue Teppiche und neue Fenster und keine Ahnung was. Das hätte ich übelst cool gefunden, aber geht leider nicht. Wir kaufen den anderen trotzdem mal ein bisschen Nahrung. Die haben nichts mehr zu essen. Wir füllen einmal die Nahrung auf. Das machen wir jetzt. Sehr schön. Du Hiafler, Schissener. Hab mir nochmal dieses Brombeer-Cinder bestellt, was ich schon mal erwähnt hatte. Geil. Ich habe mir Beef Jerky nachbestellt und Schinkenchips. Oh, fuck, ich wollte schlafen. Ich wollte schlafen und mich... Wo kann ich mich denn... Wo kann ich mich denn hier rasieren? Schlachter? Wahrscheinlich in meinem Zimmer, oder? Ey, seit wann haben wir Munition und so ein Shit in unserem Zimmer hier? Das ist ja übelst geil. Aber, Schnellreise. Hatten wir schon? Ah, hier. Gott sei Dank, Junge. Wie sehen wir denn aus? Ich hoffe, wir sehen nicht das komplette restliche Game jetzt so aus, sobald wir minimal Bart bekommen. Da
dass wir auf einmal irgendwie schwarz sind in unserem ganzen Gesicht. So, 13 Stunden bis zum Morgen. Das ist bitter nötig. Zupf die mit deinem geschissenen Brombeersinder. Karim, Alter. Ich will Karim, bitte hör auf, Alter. Bitte hör auf. Problem ist einfach, wenn Karim normal schreibt, denke ich einfach, er ist so ein ganz normaler Mensch. Aber wenn er so schreibt wie jetzt gerade, dann habe ich halt immer im Kopf, dass er eigentlich Österreicher ist. In Orsch eini mit dir, Jäger. Das Geile ist, ich weiß nicht mal, was ich da überhaupt sage. Ich verstehe das einfach nicht mal. So, okay. Wir sind hier. Okay. Wir wollten nach Valentine. Und ich glaube, ich würde jetzt sogar so... Wobei, da waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Weil der Bärenhäuter hat auch die ganze Zeit gesagt, nördlich von der Emerald Ranch und so. Ich glaube, wir machen keine Schnellreise. Ich habe kurz überlegt, ob wir nach Valentine eine Schnellreise machen. Aber wir haben, glaube ich, relativ viel noch zu erkunden auf dem Weg. Deswegen glaube ich, machen wir keine Schnellreise, sondern wir reiten. Österreicher keine normalen Menschen, oder wie? Naja, zumindest Karim nicht. Okay, girl. Zumindest Karim nicht. Aber ich nehme mich ja nicht davon aus. So, da waren wir. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Weiß es nicht. Dann gehen wir mal dahin. Pack dir zwei Outfits auf, Pascal. Okay, wie mache ich das? Wie mache ich das? Und er verpasst es wieder. Nein, 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 nein. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Ich weiß noch nicht wie. Ich kann nichts machen mit ihm. Wahrscheinlich, weil ich mit ihm irgendwie ins Camp geritten bin oder so. In meinem Zimmer? Ach, fuck. Ich rede ja auch nicht schwäbisch mit euch. Da würdet ihr wahrscheinlich auch denken, was ist denn mit dem falsch? Und dasselbe denke ich mir halt, wenn einfach einer in österreichischem Akzent hier in den Chat schreibt. Und ich finde Österreicher wirklich lustig. Also ich mag die Sprache an sich. Wenn ich Österreicher oder so im Teamspeak habe oder so, ich finde das so geil. Schweizer noch besser, aber Österreicher einfach Legende. Waffenkoffer? Outfit speichern. Aber find die deutschen Dialekte nicht schlimm, wir können nicht auch Schwäbisch schwätzen. Wegen mir können wir auch Schwäbisch schwätzen.
Na klar. Genau, die Ossis, Alter, auch so geil. Outfit speichern. Speichert das eigene Outfit 1. So. Dann kommt jetzt einmal der Mantel weg. Und dann wird das Outfit 2. Sweet. Das war's doch schon. Ich sag's nur einmal und ganz nett. Schnauze. Der freundliche Genius. Das war wirklich nett. Boisch. Aber ich finde es auch mega geil, wie man sich so anpasst. Also ich sag mal jetzt hier Standarddeutsch, was ich, also Hochdeutsch, was ich gerade rede, ist halt für mich auch völlig normal, weil ich halt auf Arbeit mit 95% der Kunden so rede. Aber was ich halt übelst geil finde, wie dein Kopf so automatisch umschaltet, sobald ich jetzt einen Kunden bei mir sitzen habe zum Beispiel, oder irgendwen, der halt Schwäbisch schwätzt, wie du sofort mitmachst, das ist so automatisiert, du machst dir da auch nicht Gedanken drüber und denkst so, ich schwätze jetzt mal Schwäbisch, sondern du schaltest sofort um und schwätsch automatisch Schwäbisch mit dem. Was ich eigentlich ja gar nicht kann oder nie gelernt habe, aber es nimmst du halt automatisch so irgendwann mit. Standarddeutsch habe ich auch noch nicht gelernt. Standarddeutsch ist bei mir das, was ich jetzt rede hier, Hochdeutsch einfach. Das ist bei mir so Standarddeutsch. Und alles andere sind halt Dialekte. Sächsisch und Hessisch und Schwäbisch und so. Was geht, Kotschur, by the way? Einen wunderschönen guten Abend. Bin ich nicht der einzige Ossi hier? Oh, Jenny, sag mir nicht, du redest, du hast so einen sächsischen Dialekt. Mach keinen Scheiß jetzt. Wir haben auch so Ossis auf Arbeit, die sind so geil. Die sagen auch die ganze Zeit, Nüklo. Selbstverständlich. Genau deswegen machen wir keine Schnellreise. Die Ossis sind nun mal die Besten. Wer sagt Nuclon? Na, die Ossis. Zänkisches Bergvolk, sagt meine Chefin immer. Ich glaube übrigens, ab wenn ich Hochdeutsch rede, gar nicht so schlimm Akzent, weil mein bester Freund in Deutschland wohnt. Karim, ich schwör's dir, ich will unbedingt mal mit dir in Voice Chat. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Das steht auf meiner entweder Fan-Treffen und du bist da. Oder Voice Chat mit dir. Eins von beiden. Aber ich will dich unbedingt mal Schwätze höre. Ah, muss ich mal hören, wie der Karim Schwätze tut. Machen wir alle zusammen Discord-Call jetzt. Das machen wir echt mal. Das wird so eskalieren. Es wird so eskalieren, aber ich glaube, das wird ultra lustig. So, ich gehe hier jetzt duschen. Hier hat euch Karim Double Out. Ich glaube, Lagras, wo sind wir denn jetzt, Junge? Hier waren wir schon mal. Waren wir hier schon mal? Okay, here's good. Ach, die wohnt hier. Na gut. Thank you, Mister. Please let me give you this on account of you being so kind. Kannst du noch einen Satz für mich sagen? Ja, selbstverständlich. Ich bin der Einzige, der die Sprachkanäle nutzt. Hey, wir haben übelst viel Ehre.
So, okay. Was ist hier los? Wir gucken uns hier mal um. Gar nicht mal so viel, oder? So ein kleines, räudiges Fischerdorf im Sumpf hier. Aber ich glaube, die Leute fänden es jetzt wahrscheinlich auch nicht so geil, wenn ich einfach in ihre Häuser reincreep. Hier, da ist auch noch ein Haus, in dem wir nicht waren. Hier ging schon Saint Denis los, glaube ich. Genau, das war das. Da würde ich gerne mal hinschauen. Grüß Eink, ich bin der Jäger und hoppe klar als Zipfel. War das gut? Ja. Ehrenmann, wir haben wirklich mega viel Ehre. Also wir sind echt weit auf der rechten Seite. Hab 10 Jahre in Stuttgart gelebt. Alter Kotschu Ehrenmann. Stuttgart ist geil. Stuttgart. Irgendwer hat gerade geschrien. Stuttgart, beste Stadt. Jetzt fühle ich mich besser. Karim, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Einfach alle umballern und looten, auf gar keinen Fall. Wir sind Good Guy Arthur. Wenn wir mit Red Dead Redemption durch sind, machen wir noch einen zweiten Run als böser Arthur. Okay, das war wieder so ein 500 Seiten langes Buch. Guter Brandy, den nehme ich mit. Ich wollte immer mal einen Low Honor Run machen. Ich habe es nie geschafft. Also ein Low Honor Run ist das Letzte, was ich in dem Game machen würde. Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe das ein bei einem... Keine Ahnung. Witcher 3 oder weiß ich nicht, so Hardcore-Story-Games mit übelsten Entscheidungen und so, dass du sagst, ich mache jetzt einen Run oder Baldur's Gate, ich mache jetzt einen bösen Run oder so. Aber Red Dead Redemption ist ja im Endeffekt, hat nicht die Entscheidungsmöglichkeiten in Quests und verschiedene Quest-Ausgänge, je nachdem, ob du gut oder böse bist, dass mich das wirklich motivieren würde, noch einen Run zu machen, wo ich mich dann irgendwie anders entscheide. Also das wäre wirklich das Letzte, was ich mache. Oh, was geht? Jungs, ich habe gerade euer Haus gelootet. Ist das in Ordnung? Es gibt Unterschiede im Game, je nach Ehre. Ja, okay, aber... Nee. Also, das ist ein Game, das eine Qualität hat, dass ich sage, das Game kann man irgendwann nochmal zocken. Game kann man auch ein zweites Mal zocken in, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Jahren. Weil das Game so gut ist, dass du, glaube ich, nochmal Spaß haben wirst und nochmal neue Sachen entdecken wirst und so. Aber nicht direkt nochmal. No way. Dafür ist es zu groß und dafür hat es... zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten, wo du beim Spielen dir überlegst, was wäre da jetzt passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte. Also das hat bei mir zum Beispiel, das ist bei mir zum Beispiel so ein Witcher 3. So ein Witcher 3, da mache ich eine Quest, habe Dialogoptionen und ich denke mir beim Spielen, was wäre denn passiert, wenn ich die andere Dialogoption genommen hätte oder wenn ich die Quest anders gelöst hätte oder sowas oder Baldur's Gate 3. Aber in Red Dead Redemption ist wahnsinnig gut, aber deutlich linearer. Jetzt bin ich wieder daheim in Minge. Kenn ich nicht. Hat Einfluss aufs Ending. Sorry, falls Spoiler. Alles gut.
So, was haben wir hier? Hier ist so ein cooles Haus, wo wir nicht rein können, oder? Ist komplett zugenagelt. Schade. Aber okay, so, dann waren wir hier auch. Dann haben wir diese Insel hier fertig. So, Pleasance, Lonnie's Shack. Da oben waren wir überall schon. Aber irgendwas gab es noch, wo ich vorhin hin wollte. Hier, das da, oder? War das das? Ringneck Creek? Ich glaube ja. Danke. Also, wir haben ja Philat hier als Todesbeauftragten. Und ich würde sagen, Jenny und Micha teilen sich die Bürde als Hutbeauftragter. Ich finde, ihr macht es beide wirklich gut. Ach, München. Ja. München ist auch schön, aber fucking teuer. Ah, warte mal, das war der Friedhof. Okay, never mind. Ja, ja, alles gut. Da waren wir auch schon. Doch irgendwo noch ein Haus, wo wir noch nicht waren. Ja, da wollte ich eigentlich hin. So, Emerald Ranch waren wir. Hier waren wir, da waren wir noch nicht, glaube ich. Da kommt dann dieses komische Öllager, wo wir auch schon waren. Das war die Hütte, die gebaut worden ist bei Valentine. Und hier waren wir auch schon überall. Das heißt, wir könnten jetzt von dem Haus, können wir dann direkt nach Fort Wallace und den Schatz suchen. Geil! Macht so Spaß. Es ist so geil einfach. Und ich stehe nur da und sehe gut aus. Pascal, du bist eigentlich der wichtigste Part hier. Ohne dich würden wir nicht von A nach B kommen, Pascal. Selbst Arthur reagiert anders, zum Beispiel auf Jeans Tod. Wo ist eigentlich der Real-Life-Hut? Der liegt hier hinter mir. Aber der ist so, der mit dem Headset. Es nervt mich mit dem Headset, dass ich den Hut nicht richtig aufsetzen kann. Deswegen habe ich ihn heute einfach mal. Ich war so frech und habe ihn einfach mal weggelassen. Pascal, du trägst die Story. Mach ein Loch in den Hut fürs Headset. Ich glaube, um hier oben geht's gar nicht, sondern eher so um hier, dass der hier einfach... dass der seitlich einfach nicht breit genug ist. Hast du die Schweinefarm besucht? Ich glaube nicht. Was für eine Schweinefarm? Kommt vielleicht noch. Ich meine, wir sind ja erstmal... alles der arme Vogel, Alter. Wir sind ja erstmal alles am Abklappern hier. Das ist die Schweinefarm? Wait a minute, it's all good. Calm down. I don't like troublemakers on my ranch. Leave. I need your money. Go to hell. Der hat ein Goldnugget dabei? Holy shit. Okay.
Müssen wir nachholen, wenn ich wieder runterkomme? Ja, aber wir waren doch da unten eigentlich überall in jedem Haus und so. Alter, der war ja fucking rich, der Typ. Der hat ja unnormal viel Schmuck und Geld. Repetierkarabiner. Baldrianwurze. Sehr schön. Weil, also, wir waren ja hier überall. Ich wüsste jetzt nicht, wo irgendwie eine Schweinefarm oder so ist. So, okay, whatever. Gehen die Greifvögel an die Leichen? Vermutlich. Okay, wir können auch gleich zu der Schweinefarm. Sonst vergessen wir es wieder. Wo ist sie denn? Dann machen wir es gleich. Weil ich habe keine gefunden. Wir waren eigentlich schon überall. Jenny, komm, hau raus. War bei jedem Haus, das es hier gibt, außer bei dem hier. Das habe ich gerade erst entdeckt. Aber das sieht aus wie so eine Angelhütte oder so. Hier, Pickfarm. Da ist es doch. Aberdeen, wir sind sogar fast da. Das ist sogar hier in der Nähe. Let's go. Scarlet Meadows in Le Moyne? Ja. Hä? Ich dachte Aberdeen, ich dachte Schweinefarm. Hier ist Aberdeens Pickfarm. Oder ist das jetzt wieder was anderes, wo ich hinreite? Weil ich glaube, da waren wir eigentlich auch schon. Aber das ist das Richtige, wo ich hinreite. Okay. Ja. Wie Pascal einfach grunzt, Junge. War das nicht irgendwie hier? Was ist denn hier? Was ist? Was macht er denn jetzt, Junge? Reit doch einfach nur geradeaus. Du lässt ihn aber auch schuften. Ja, ich hab's halt auch eilig. Okay, aber da hat mich jetzt dann verwirrt, dass wir den Namen hier schon stehen hatten. Das heißt für mich immer, wir waren da schon. Aber das Haus hier sagt mir tatsächlich nichts. Also das ist ja... Das wüsste ich, wenn wir hier schon gewesen wären. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Yeah,
You look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oder wie sieht er denn aus? Now, you know you look perfect, princess. Der sieht einfach selber aus wie ein Schwein. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. And we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. Die geben mir ganz, ganz komische Vibes. Die geben mir ganz, ganz, ganz komische Vibes. Die geben mir, ich werde gleich da drin vergewaltigt, Vibes. Bin ich ganz ehrlich. Also er will unbedingt, dass wir reinkommen und uns irgendwie auf ein Essen einladen. Und die Art, wie sie gerade gesagt hat, ah, dann mache ich mich kurz frisch, fand ich sehr, sehr strange. Fand ich super, also... I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal and good company? Warum hängt eigentlich mein eigener Stream bei mir? Hallo? Geh rein? Ja, klar, gehen wir rein. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass uns da drin nichts Gutes widerfahren wird. Wahrscheinlich werden wir ausgeraubt oder vergewaltigt oder sonst was. Aber ich will natürlich wissen, was passiert, deswegen gehen wir natürlich da rein. Hey, there he is. Come on in. Come on. Mein... She ain't prepping for hours up there. We'll never eat. Go check on her, will you? Alternativ könnte ich sie auch gleich erschießen. Das sieht fucking disgusting aus, bin ich ganz ehrlich. Er sagt einfach, geh mal hoch und guck nach ihr. Sie hat nichts dagegen, alles gut. Mhm. Didn't mean to intrude, miss. It's all right. Looking ain't a crime. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. Hängt der Stream nur bei mir oder bei euch auch? Also Twitch, nicht TikTok. Geht? Be down in just a minute. Woohoo! Bei mir ist der Stream übelst laggy, warum auch immer. Pull up a chair, partner. That's it. Yes, settle in. Make yourself at home. Oh, hey! Hey! Wait, this is just about perfect. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us. Like a couple of old friends. Ah, oh, it's a short life, but... Arthur, richtig glücklich, Alter. All the fixings. I hope you boys Arthur, einfach richtig happy. Smells delicious. The food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? It's good. Different. Different. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. We still... Okay, was?
Okay, nochmal Recap. Er hat dir gerade so auf den Arsch gehauen und gesagt, oh, wie gut du riechst und so. Jetzt sagt er mir gerade, das war mal eine Schweinefarm, bevor wir unsere Eltern verloren haben. Also ihre Eltern sind legit Geschwister. And we still know how to have a hog killing time. Junge, wie Arthurs Blick, Alter, kein Scheiß, wie wie cool. Here, here, that's for you. Yeah. Where are my manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Come on, honey. Wir sind irgendwie vergiftet oder irgendwas. Wir sind vergiftet oder irgendwas ist nicht cool hier. Jetzt, ich überlege jetzt halt wirklich, ob ich weiter trinke. Weiter trinken wäre halt cool, damit wir sehen, was passiert. Aber wenn wir jetzt rein logisch handeln, habe ich schon gecheckt, dass in dem Trinken irgendwas drin ist. Trink. Cheers. What the hell is that? That's an old Aberdeen home recipe. That one right there is in 1894. Feels like someone's stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Moonshine? Glaube ich nicht. Ah, what the hell? Ich glaube nicht, dass wir von drei kurzen Moonshine Halluzinationen kriegen. Yo! Wir haben kein Geld mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir wurden ausgeraubt. Und in einen Haufen Schlamm oder Scheiße geworfen? Wahrscheinlich Schlamm. Wo zur Hölle bin? Okay, wir sind nicht so weit weg. Und wir haben unsere Waffen noch. Okay, ich bin fucking mad. Ich bin fucking mad. Wegen mir. Das ist definitiv kein guter Stoff. Ich kann damit leben, dass die Geschwister sind, Dinge tun, von denen ich nichts wissen will und hier in dem Haus leben. Damit komme ich klar. Wenn es denen gefällt, sollen die das machen. Womit ich nicht leben kann, ist, dass sie mich in ihre Scheiße mit reinziehen. So, jetzt nehme ich hier Schluss mit lustig.
Ich finde es so komisch, dass mein eigener Stream einfach laggt, den ich anschaue. Aber mein Upload funktioniert, also streamen kann ich. Nur meinen eigenen Stream am Laufen zu haben. Übelst laggy gerade. Egal, whatever. Ja, machen wir gleich, Pascal. Gucken erstmal nach oben. Also ich bezweifle, dass die Schach spielen können, aber ich meine, es sind auch keine Figuren auf dem Feld. So, sehr bequemes Bett hier. Sieht äußerst gemütlich aus. Die 18 Schubladen und am Ende ist in keiner irgendwas drin. Auch gut. Aber die haben ja gar nichts hier. Sick sons of bitches. Stark, er hat sich beim zweiten Mal einfach nochmal erschreckt. Geh wieder hin und hol es dir. Was soll ich mir holen? Fotografie untersuchen. Die haben ihre Eltern ausgekratzt. Die sahen als Kinder schon weird aus, Junge. Wie weird sieht sie denn aus, Alter? Sie sieht einfach aus wie ein fucking Baby mit dem Kopf von einer 25-Jährigen. Junge, Junge. Geld? Inzucht? Ja, das war wirklich, vorbei. Also Inzucht ja, aber sie waren ja kein Ergebnis von Inzucht, weil ihre Eltern waren ja noch normal, glaube ich. Und die waren dann erst komisch. Also die waren dann erst so ein bisschen abgespaced. So, guck dir die Wände genauer an. Haben wir wunderschöne Bilder. Dankeschön. Oh, Bild untersuchen. Okay. Das war's. I guess. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier so ein kleines Häuschen, wo nichts drin ist. Hier ist auch nichts. Okay, ich glaube, wir... Alter, das war ja übelst abgefuckt, was hier abging, Junge. Aber irgendwie witzig. Irgendwie war es auch cool. Sowas meine ich halt. Das ist einfach, das ist keine Sidequest oder irgendwas. Solche Dinge passieren hier einfach.
Und solche Dinge verpasst du halt, wenn du in so ein scheiß Haus einfach nicht reingehst. Aber geil. So. Da waren wir. Wo wollten wir denn noch hin? So, Emerald Ranch. Hier ist auch irgendwas. Kein Mensch weiß, was das hier ist. Aber ich würde einfach an der Emerald Ranch vorbei. Hier ist auch noch irgendwas. Und dann jetzt endlich so langsam mal nach oben in Richtung Fort Wallace. Wir kommen einfach nicht dazu. Wir haben tausend Sachen zu tun. Wir kommen einfach nicht dazu. Schön für dich, Junge. Micha, Alter. Micha, seit wann bist du so savage? Micha eigentlich immer voll der nette, entspannte Typ, Alter. Und jetzt haut er einfach hier raus. Also von Karim oder so, von Karim oder so hätte ich so eine Antwort erwartet, Junge. Aber Micha, von dir nicht, muss ich sagen. Ach, das war nett gemeint. Ich habe mich schon gewundert, Junge. Was geht denn hier ab? What? Was ist denn hier los? Hä? Es war halt einfach... Micha hat halt legit einfach gemeint, das freut ihn für dich. Das war wirklich nicht böse gemeint. Das hätte mich jetzt auch echt gewundert bei Micha. Aber ich habe es auch erst falsch verstanden, weil einfach du sagst, ich habe mir eine coole Jacke gekauft und die Antwort einfach schön für dich. Dachte mir auch erst so, what? Alter, da sind ja noch mehr Leichen. Was geht denn hier ab? Gibt's hier eine Background-Story? Habe ich irgendwas verpasst? Hello, Cowboy. Hello, Dovahkiin. Schönen guten Abend. Ich grüße dich. Man kann schön für dich nicht nett sagen. Ist wirklich so. Es ist legit so. Du kannst schön für dich einfach nicht nett sagen. Aber meinen. Gute Antwort. Also, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe keine Ahnung, warum alle in dem Haus hier irgendwie gleichzeitig gestorben sind. Wenn es jemand im Chat weiß. Der Qualm ist noch im... Ah, aber warum? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber wo kommt der her? Drin. Oh mein Gott. Der Kamin ist kaputt gegangen. Hat nach drinnen gequalmt und alle sind gestorben. Holy shit, Alter, wie traurig, Junge. Aber im Idealfall sind sie halt einfach alle eingeschlafen. Osman Grove. Okay, dann. Weiter geht's. Ich finde es auch cool, dass jedes kleine Häuschen einfach einen eigenen Namen hat. Oder sag mal 90%. Hat einen Riss bekommen. Naja, das war ja nicht mal mehr ein Riss. Das war ja... komplett kaputt, das war ja komplett verbogen. Ja,
Der arme Hirsch, ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Einfach einen Hirsch tot geritten. Das wäre wahrscheinlich ein perfekter Pelz geworden, wenn ich den gehäutet hätte. So, was haben wir hier Schönes? Eine Schatulle. Nein, nicht aufs Bett setzen. Nein. Rauchvergiftung passiert den Besten. Passiert den Besten, Junge. Das wird jeden Tag irgendwie so, als wäre es so voll natürlich, einfach so an der Rauchvergiftung zu sterben. Als könnte es mal so passieren irgendwie. Und nochmal Geld? Give me that shit. Hallo? Was genau haben die hier angebaut? Will ich das wissen? By the way, wir dürfen... Wir dürfen Arthur nicht wieder abmagern lassen. Wir müssen am Ball bleiben. Weil wenn ich jetzt einfach wieder aufhöre, ihn zu füttern, dann wird er halt wieder übertrieben dünn. Also wir müssen dran denken, regelmäßig zu essen. So, und ich glaube, wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde. Wir haben hier ein Bett und ich glaube, wir schlafen einfach mal ganz kurz bis in die Nacht. Bundesgerichtshoffall. Mutter wollte erweiterten Suizid durch Rauch, aber kam nur Feuer und die denkt sich das zu brutal und ruft Notarzt. So, ich meine, okay, irgendwer war hier, während wir geschlafen haben und hat die Kerzen angemacht. Das Saying. Lassen wir mal so stehen. Ich wäre zwar lieber bei Tag geritten, aber oh, das Haus hatte zum Beispiel keinen Namen. So, dann gucken wir jetzt mal, was das da ist. Immer unterwegs auf dem Weg nach Fort Wallace. In einem fremden, versifften Bett schläft sich am besten. Ja, wir sind halt im Wilden Westen, ne? Da kannst du halt keine Rücksicht nehmen auf sowas. Da muss es auch mal sein. Habe ich was verpasst? Aber danke für den Stream heute. Eine gute Ablenkung. War heute alles nicht so geil. Habe ich was verpasst? Um was geht's? Jäger, beste Therapie. Aber wo hast du denn geschrieben, dass es dir nicht gut geht oder dass irgendwas ist? Ach so, hier, das war die. Okay. Tatsächlich ist mit einer Freundin gerade komisch. Inwiefern komisch, wenn ich fragen darf? Falls du drüber reden magst, wenn nicht, auch völlig fein. Yo, Rosti, Alter, was geht? Der TikTok-Roastmaster. Ratte aufheben. Will ich jetzt wirklich eine Ratte aufheben? Und wenn ja, warum? Okay, was mache ich mit der?
Einfach in die Tasche, Junge. Ein perfekter Rattenkadaver. Crazy, Junge. Wollte ich schon immer haben. Seit ich so ein kleiner Stöpsel war, habe ich schon geträumt, irgendwann mal einen perfekten Rattenkadaver zu finden. Irgendwie angespannt. Ich weiß nicht mal wirklich, warum. Das ist nicht gut. Und ich habe tatsächlich auch gar keine gute Lösung parat. Aber ich muss sagen, ich kenne das von... Ich kenne das von Arbeit, wenn du mit einem Kollegen auch irgendwie so... Hast ein komisches Gespräch oder so und... Das will ich ohne Brille sehen. Wenn ich rausgehe, ist es bestimmt weg, oder? Kommen die wieder? Das meine ich halt. Jo, Rusti, dein Freund und Helfer wieder am Start. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Die war einfach gerade ein UFO, Alter. Rockstar ist halt so geil. Rockstar ist halt so ein geiles Gaming-Studio. Die war einfach gerade ein UFO, Junge. Moin Karim. Ach so, moin Karim, weil Rosti ja Karim ist. Stimmt, sehr, sehr seltsam, by the way. Karim ist weg und Rosti kommt. Just saying. Just saying, denkt euch euren Teil. Ich sag's nur. Denkt euch euren Teil. Ich will keinen zu irgendeiner Meinung verleiten oder ähnliches. Gebt nur ein paar Denkanstöße. Nennen wir es mal so. Ich komme nicht an sie ran. Reagiert nicht auf Schreiben oder so. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Boah. Jetzt auch die Frage. Ich meine, ich bin halt jemand, wenn mich was nervt, sage ich das. Wenn der andere dann beleidigt ist, ist mir das relativ egal. Also wenn mich irgendwas abfuckt, dann sage ich, hey, das, was du gerade gemacht hast, fand ich wirklich scheiße. Wenn der andere dann beleidigt ist, ist mir das eigentlich Bums. Und meistens kriegt es sich dann auch irgendwie wieder ein, aber du hast die Fronten geklärt. Und ich hasse es, wenn irgendwas falsch gemacht hast und der andere dann so einfach so eine Muschi ist und einfach so, ah, und dann redet der nicht mehr mit dir. Und dann gibt er dir nur noch so irgendwie ganz kurz angebundene Antworten. Und ich denke mir, Alter, du kleiner Pisser, sag doch einfach, was dein Problem ist, was ich falsch gemacht habe. Und dann kann ich sagen, sehe ich ein oder sehe ich nicht ein. Wenn ich es nicht einsehe, dann sind wir halt ab jetzt keine Kumpels mehr. Und wenn ich es einsehe, dann sage ich, sorry, es war mir so gar nicht bewusst. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen und ganz normale Gespräche führen. Aber ich hasse es, dieses so innerlich auf beleidigt tun und so nichts sagen, so dieses... Das macht mich so aggressiv. Macht mich tausendmal wütender, wie wenn irgendwer einfach zu mir sagt, Alter, das war gerade eine richtige Scheiße, die du gemacht hast. Alter, völlig fein. Mit mir kann man ja reden. Aber so dieses auf beleidigt machen und, oh nee, geht gar nicht. Kann ich gar nicht ab. Ja, das, was Rossi sagt. Aber ich würde vielleicht mal anschreiben, hey, pass auf, ich weiß nicht, was ist. Ich merke, du bist irgendwie anders. Einfach so auf Ehrlichkeitsbasis versuchen, so eine Nachricht, die man halt schlecht wegignorieren kann. Ich weiß nicht, was dein Problem ist oder ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, warum du nicht mehr mit mir redest. Wenn ich was falsch gemacht habe, bitte sag mir was und eventuell können wir es klären. Einfach so eine ganz offene Nachricht würde ich, glaube ich, mal durchschicken.
Und wenn darauf auch nicht geantwortet wird, dann würde ich mit der Sache abschließen. Ist natürlich hart. Oder warten, bis die Person von sich aus wieder auf dich zukommt. Dann geht es halt leider einfach nicht anders. Geheimnisvolle Predigt. Zur zweiten Stunde unter dem Halbmond ließen wir durch die Liebe und Gnade unseres Erlösers Pukowaba des Reisenden durch Zeit und Galaxien unsere sterblichen Hüllen zurück, damit sein Gefährt unseren Geist ins gelobte Reich bringen kann, um in Frieden und Macht zu leben bis ins 2000. Jahr. Indem wir für den neuen Auserwählten zurückkehren und ihn erneut auf dem Gipfel des Berges Chen preisen werden. In seiner Liebe werden wir auf ewig frohlocken. Alles klar. Wait a minute. Der Text gerade war mit einer Schreibmaschine geschrieben oder am PC oder so. Da waren wir schon, das war zu. Da haben wir noch eine Hütte, aber das ist nicht unsere Richtung. Genau, wir müssen da links rüber. Da waren wir schon, das heißt, wir gucken einmal zum Moonstone Pond. Falsche Richtung. Wir reiten hier rum. Am PC? Ja gut, kann ja sein. Da stand ja irgendwas mit dem 2000. Jahr und da stand ja auch was mit einem UFO. Da war ja auch ein UFO. Also ich finde, wenn da ein UFO ist, ist ein Computer nicht ganz so abwegig. Na, Herr Pascal. Zehn Punkte Wurf mal wieder, mindestens. Macht mal wieder Drama. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ah, doch, sieht gut aus. So, dann gucken wir mal. Wo ist denn der Moonstone Pond? Triggert mich immer so hart. Meine ehemals beste Freundin konnte das immer so gut. Immer das Opfer. Und wenn man mal was ansprechen wollte, dann immer gleich abwehrend oder die Mitleidstour. Naja, ich sag mal, abwehrend oder die Mitleidstour geht ja noch. Ist zwar auch übelst nervig und auch da bin ich... Also ich bin bei sowas, bin ich komplett schmerzfrei. Ich gehe weder auf sowas ein, auch wenn die andere Person es dann vielleicht braucht, dass du sie so ein bisschen betüttelst und ich werde bei sowas übelst aggressiv und deswegen blocke ich bei sowas komplett ab. Ich lasse mich von... Also ich, auf sowas lasse ich mich halt null ein. Und block dann immer komplett ab und gebe der Person praktisch überhaupt kein Feedback, so nach dem Motto, ach du Armer, und habe ich irgendwas falsch gemacht, sondern ich sag dann einfach, Alter, was ist dein Problem? So, also ich, weil ich sowas so sehr hasse, dass ich dann null mir die Blöße geben will, irgendwie auch nur ansatzweise mir anmerken zu lassen, dass ich den anderen... dass ich nachvollziehen kann, warum die Person jetzt einen auf Opfer macht oder so. Vielleicht auch nicht ganz der richtige Weg, aber ja. Kann ich die Tür aufbrechen? Warum komme ich hier nicht rein? Okay, wir kommen hier wirklich nicht rein. Ah, warte mal, vielleicht durchs Dach? Sieht aber auch nicht so aus, oder? Ah, doch? Jo, entspann dich. Oh, ich dachte, wir sind gestorben. Ich habe ganz kurz gedacht, wir sind gestorben. Pesk müsste mal wieder gestreichelt werden. Da draußen geht gerade irgendwie ein harter Fight von irgendeinem Bär mit Peskel ab.
Bär, ja, ja. Draußen ist ein Bär. Aber ich sehe Pascal noch auf der Map. Ich glaube, er lebt noch. Ist nur, wenn ich sage, ich finde dieses Verhalten nicht gut und es kommt sowas wie, oh ja, ich weiß, ich bin so scheiße und so eine beschissene Freundin. Ja, aufheben Fledermaus. Ab in die Tasche. Fledermaus-Kadaver, gut. Sehr schön. Aufheben, kleine braune Fledermaus. Nehmen wir alles mit, Junge. Nehmen wir alles mit. So, wir haben jetzt in unserer Tasche einen Rattenkadaver und zwei Fledermauskadaver. Sehr gut. So, wo ist der fucking Bär? Nobody knows. So, Flattened Cabin. So, was kommt als nächstes? Hier kommt jetzt ganz, ganz lange gar nichts. Das heißt, ich glaube, wir können sogar direkt hier nach Fort Wallace reiten. Wenn man seinen Freunden nicht sagen kann, wenn man etwas nicht gut findet oder einen etwas stört und man auf keinerlei Verständnis trifft, das ist nicht gut. Man macht sich dadurch nur selbst kaputt. Das, da ist was dran. Ja. Und ich versuche mich tatsächlich auch, was heißt von solchen Leuten fernzuhalten, aber... Das denn? Mit solchen Leuten keine engeren Beziehungen einzugehen. Also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie 500 Freunde, sondern ich gucke auch, dass ich meinen Freundeskreis eher klein halte, aber bewusst. Aber dafür mit Leuten, mit denen ich wirklich absolut auf einer Wellenlänge bin, mit denen ich offen reden kann, das ist mir halt übelst wichtig. Also nicht, dass du jetzt die Freundschaft kündigen sollst, um Gottes Willen. Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, aber ich persönlich, weil ich kann sowas nicht. Mich triggert sowas so sehr, dass ich dann kriege ich selber schlechte Laune und dann habe ich eine Freundschaft, die mich am Ende vom Tag runterzieht. Und deswegen gucke ich, also wenn ich direkt von sowas Anzeichen merke, dann nehme ich direkt so ein bisschen Abstand. Dann wird es keine Person, mit der ich irgendwie zum Beispiel jetzt mehrmals die Woche oder öfter was unternehmen werde. Weil ich dann einfach so ein bisschen auf Abstand bleibe. Und dann ist es mir zum Beispiel auch egal, wenn der andere angepisst ist, weil es ist ja dann keiner von meinen guten Freunden. Schluck auf. Und dann wird er einfach wegignoriert, bis er sich wieder einkriegt. Weiß ich jetzt nicht, das mit den Fledermäusen und dann jammern, wenn die Pandemie zuschlägt. So, Fort Wallace. Fort Wallace. Und hier muss irgendwo ein Berg sein. Wir können uns nochmal die Karte, by the way, ich muss übelst aufs Klo. Ich muss unbedingt gleich aufs Klo gehen. Wir können uns nochmal die Karte angucken. Riskante Schatzkarte. Also vom Fort gehen wir... Keine Ahnung wohin. Ich glaube, wir müssen einmal ums Fort drumherum reiten und gucken, wo wir diese zwei komischen Berge haben. Ja, ganz entspannt bleiben, bitte. Ganz, ganz... Guck mal, da geht's auch irgendwie hoch. Da ist auch so ein Weg nach oben. Hier rechts, aber da... scheint nichts zu sein. Wir brauchen halt diese zwei Zipfel. Oh mein Gott, und die flippen aus. Kommen die raus? Nee, oder? Oh, nervt mich doch bitte nicht, Mann. Ich hab ganz andere Sorgen, Junge. Ist das hier? Nee, das ist es auch nicht.
Hä, das gibt's hier einfach nicht, was auf der Map ist. Nichts hier sieht so aus. Chillt mal ganz kurz. Ich starte mal mein Google Chrome neu. Yo, die rennen mir wirklich hinterher. Dann bist du nicht schon davor. Ach, dann ist es wirklich das hier, oder was? Hier hoch. Mich nervt es so hart, dass mein eigener Stream einfach, ich kann immer nur so 5 Sekunden gucken und dann kriege ich einen Ladekringel, der Chat funktioniert, der TikTok-Stream funktioniert, aber mein eigener Twitch-Stream laggt bei mir, den kann ich nicht angucken. Und mir ist eigentlich scheißegal, ob der läuft oder ob nur der Chat daneben läuft, aber es triggert mich trotzdem übertrieben, unnormal. Dass es einfach nicht geht, weil ich nicht weiß, warum. Voice Crack? Du bist ein Voice Crack. Die Berge, die du im Blick hattest, wären ja dann die hier. Aber hier ist nichts. Außer hier ist was. Nö. Okay, wir gucken uns noch mal kurz die Map an. Zwischen den Bergen durch und dann nach unten. Vor allem, was halt fucking legendary ist, nicht nur am PC bei mir kackt mein eigener Stream ab und hat einen Ladekringel, sondern auch hier links auf meinem Tablet. Also egal auf welchem Medium, ich kann meinen eigenen Stream nicht angucken. Look at this. Biologie für Anfänger. 1 von 10 Felsschnitzereien gefunden. Ja, aber auch nur durch Zufall. Wie soll ich denn so eine Scheiße finden, wenn ich nicht zufällig hier gerade bin auf Schatzsuche? Wie soll ich sowas finden, wenn ich hier nicht zufällig vorbeikomme, weil ich irgendeinen beschissenen Schatz suche? Es ist ja unmöglich. Bin ich da runter? Ist das the way? Nee, oder? Einfach der Entdecker. Einfach der Krasse. Ja, Entdecker, ich werde von vielen Leuten einfach auch nur der Entdecker genannt. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Aber manche Leute sagen einfach zu mir, yo, Entdecker, was geht und so. Also, tatsächlich einer meiner Spitznamen. Gilad, bis zum nächsten Mal, sprich bis morgen. Morgen wieder Dead Island. Und by the way, Gilad, dass du auch noch das gehört hast. Einer der nächsten Streams haben wir hier, also ich und Karim, haben wir hier was absolut Gottloses vor. Ich werde nicht verraten, was es ist,
Aber wir haben einen absolut gottlosen Plan, der, glaube ich, sehr, sehr, sehr lustig werden wird. Lasst euch überraschen. Das war nicht der Schatz. Ja, das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. Ich bin dumm, aber nicht so dumm. Genau, also Filat auf jeden Fall, das wollte ich noch loswerden. Danke fürs Einschalten. Es war mir ein Fest, dass du da warst. Und bis morgen. Also in der Mitte durch und dann links rum immer nach unten. Da ich... Nein. Oh. Da ich keine Alternative sehe und keinen anderen Weg als den hier, Nein! Oh. Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, das war nicht the way. Aber warum nicht? Bin verwirrt. Gottloser Plan, oha. Also gottlos lustig. Ja, das muss hier sein. Kein Scheiß jetzt. Wir gehen echte Ideen aus. Das muss hier sein. Komm. Habe ich nie gesagt. Alter, ist der dumm? Mann! Was war das denn? Da drüben ist ein Haus, by the way. Ah, hier. And again. Hey, it's Buck. Neuer Tagebucheintrag. Ja, der schreibt doch da die ganze Zeit irgendwas rein. Soll ich jedes Mal mein Tagebuch lesen? Wenn es da irgendwas Neues gibt. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Notizen. Nö. Heute bin ich von einer Klippe gefallen. Das können wir, glaube ich, das können wir mal kurz lesen hier. Nee. Hä? Nee, war doch gerade irgendwo eine Zeichnung von Black Bell. Hä? Hier war doch gerade eine Zeichnung von Black Bell. Warum komme ich da jetzt nicht mehr hin? Ich blätter Kapitel durch, Junge. Oh mein Gott. Was? Wie überlebt der einen Headshot? Es ist John Marston. Junge, der sah einfach aus wie John Marston. Wow.
Das war Mary. Wie sie einfach auf den Boden schmeißt aus 2 Meter Höhe, Junge. Junge, rotten. Well, glad you're feeling so good about all this. Hey, he brought this on his damn self. Where my fault his brain got handled by damn demons. Gute Dame, sehr dankbar. Also. Goddamn hillbillies. Goddamn hillbillies. Versuch Nummer 2. Yep. Ah, oder muss ich den Berg wirklich hoch? Weil vielleicht müssen wir auch Berg mit Bäumen drauf, Berg mit Bäumen drauf. Und wir müssen dazwischen durch. Berg mit Bäumen drauf, Berg mit Bäumen drauf. Ah, wait a minute. Ich glaube, wir müssen hier runter. Am besten ab hier mal ohne Pascal. Komm schon, Arthur. Streng dich an. Streng dich an. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht? Nee, wir müssen viel weiter runter. Aber nicht hier. Wir sind falsch. Ich hätte weiter. Ah, fuck, ich komme nicht zurück. Nein, wir sind tot. Wir sind einfach tot. Ich komme hier nicht weg. Oh no! Gib alles. Gib alles. Okay, vielleicht kommt Pascal, wenn ich ihn rufe. Und dann können wir vielleicht. Aber mit Pascal kommen wir da auch nicht hoch. Oh no. Nein! Nein! Oh, stark hatten wir lange nicht mehr. Stark hatten wir lange nicht mehr. Also gefühlt sind wir jedes Mal, wenn wir sterben, sind wir ein bisschen weiter weg von dem Ort, wo wir hinwollen. So, genau, guck mal, da oben sind wir gerade. Pascal hat mein Leben gerettet. Weil ich wäre da runtergerannt. Pascal haut Sound Alerts raus.
Okay. Alles klar. Weiter geht's. Aber ich glaube, die Idee war gar nicht mal schlecht. Aber das hier stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch... Jetzt sind wir ja viel zu weit unten. Wir sind jetzt viel zu weit unten. Oh, meine Güte. Falsche Map. Zwischen den beiden Bergen. Um den Berg drumrum. Und dann aber, wir müssen den Berg runterklettern. Also wir müssen nicht einfach hier... Wir müssen nicht einfach hier runterreiten bis zum Boden. Haskell ist halb tot, by the way. So, hier waren wir gerade. Hier möchte ich nicht nochmal lang. Wobei das hier eigentlich am vielversprechendsten aussah. Mit Hut wird's was. Okay. Bin ich mal gespannt. Stimmt da unten. Aber nee, das kann auch nicht. Da kommen wir ja nicht hin. Und da werde ich nicht nochmal hinspringen. Da sind wir gestorben. Haben wir hier? What do we have here? Ach, na, ich dachte, ich hab's gefunden. Wir sind wieder tot. Das Geile ist, du hast halt legit einfach keinen Nachteil durch Sterben. Du stirbst einfach und ich meine, ja, du musst halt nochmal dahin reiten, okay, aber du hast halt ansonsten keinen wirklichen Nachteil. Also ich bin wirklich am überlegen, ob wir hier überhaupt richtig sind. Ich glaube nämlich nicht. Weil guck mal, da, es gibt keine Stelle. Ich glaube, wir müssen wieder dahin, wo wir vorhin waren. Wir müssen wieder dahin, wo wir vorhin waren. Das ist der, ich glaube, das ist der falsche Durchgang zwischen den Bergen, wo wir sind. Ich glaube, vorhin war es, das andere war besser. Ach! Also, es kann sein, dass Pascal heute noch von uns geht.
So. Oder ist es ist ein Berg? Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Ich kann einfach Backflip. Komme ich jetzt ein Leckerli? Ja, da ist ein bisschen Heu. Oh mein Gott, wenn ich nochmal diese Kacknotiz aufmache aus Versehen, dann drehe ich durch. Ich bräuchte hier so ein zuletzt benutzt, damit ich nicht jedes Mal mich hier durchklicken muss. Das wäre übelst geil. Ich glaube, hier war gar nicht mal so schlecht. Frage ist halt nur, wie müssen wir von hier aus weiter? Und hier... Das ist kein Weg. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Ja. Ladies and Gentlemen. Nein! Dummes Stück Scheiße. Ach, fick dich doch, Mann. Ja, was ist er denn für ein... Cringe-Lord, Alter. Er springt irgendwo runter und er macht einfach... Junge, wie so ein Dummy, Alter. Als würde er in einer Sekunde komplett jede Körperspannung verlieren und einfach nur noch irgendwie da runterfliegen. Bester Moment des Abends, weiß ich jetzt nicht. Für Arthur oder für euch? Einfach God Gamer. Ich bin schon gut, gell? Ich weiß. Danke. Aber hey, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Das Publikum. Du kurz auf dem Rücken lagst und geguckt hast, was? Wir haben es gefunden. Wir müssen es jetzt nur noch schaffen, ohne dass Arthur hier irgendwie wieder einen auf Ragdoll macht. Wir müssen es nur noch schaffen, jetzt dahin zu kommen. Arthur, Junge, mach mich nicht schwach. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Du bist doch... Ja, roll noch. Was mache ich falsch? Lauf ich irgendwie falsch oder... Versuch am besten nicht runterzufallen, da stirbst du. Danke. Sehr freundlich. Der Tipp. Ja, es kann doch nicht. Wir brauchen für eine Sache, die eigentlich 4 Minuten dauert, einfach 2 Stunden. Ich springe auch nicht mit Pascal wieder hier runter. Weil es geht einfach nicht. Pascal macht dann wieder einfach einen Backflip. Obwohl er eigentlich nur geradeaus da runterspringen soll. Er fängt dann an, sich in der Luft zu drehen und...
Aber das ist bestimmt die, Pascal, Pascal wiederbeleben. Nicht sterben, Pascal. Was bist du für ein Bewegungsanalphabet? Ich? Was für ich, Junge? Und da war der Use des Reanimators. Ich hätte cooler gefunden, wenn wir ihn defibrillieren. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Also, bzzzt. Wenn du Pascal sterben lässt, bann ich dich. Wenn ich Pascal sterben lasse, bann ich mich selber. Dann lösche ich einfach meinen Twitch-Account. Tust du Pascal weh, tun wir dir weh. Komm mit Anlauf. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Ey, das... Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, 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 ja. Ja! Das Game ist einfach fucking Platforming Jump'n'Run Game geworden, Kuss. So, okay, was war hier gerade der Fehler? Ich bin, glaube ich, auf diese helle Kante. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin, glaube ich, auf diese helle Kante geflogen und ich muss aber. Ich muss auf der ebenen Fläche hier landen. Also genau. Ja! Oh mein Gott, we made it. Oh fuck. Okay, was ist der Plan? Oh mein Gott, sag mir nicht, ich muss... Oh mein Gott, ich hätte jetzt fast versucht, dahin zu springen. Was? Ja! Drei große Goldbarren. Ja, oh mein Gott. Wer ist hier, vor allem, wer ist hier hingelaufen mit drei großen Goldbarren in der Tasche? Ich hab's nicht mal so geschafft. Oh. Ich kann nicht mehr. Jemand, der sich besser bewegt, jedenfalls. Du hattest dafür eine tote Ratte im Gepäck und zwei tote Fledermäuse. Bitte vergesst die Fledermäuse nicht. Spannender als jeder Krimi. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. We made it. Sehr schön. So. Was los, Rusty? The quarter, don't forget the quarter. Dann würde ich einfach mal sagen,
Wir machen noch eine Stunde. Oder? Machen.